Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbricht. Noch 12 Tage bis Ostern. Heute schauen wir auf einen Mann, der 1000 vor Christus ungefähr gelebt hat. Ein Mann, der vielleicht über 1000 Mal in der gesamten Bibel vorkommt. Wer das wohl ist? Es ist König David. Er ist außerordentlich begabt gewesen. Er war nicht einfach nur ein König. Er hat von Gott sein Basistraining bekommen als Hirte. Als er Zeit hatte, auf der Harfe auch zu spielen und das einzuüben, war er bekannt, auch am Königshof als begnadeter Harfenspieler. Er war auch ein Liederdichter, ein Kriegsheld und Anführer. Er hatte viele Frauen und Kinder, das war nicht immer ganz einfach und komplikationslos. Er wird öfters beschrieben als fast schon der ideale König. Auf jeden Fall wurde er von Gott eingesetzt. Und als ob dieser Ehre nicht genug sei, Jesus Christus selbst bezeichnet sich als Sohn Davids. David ist aber nicht einfach immer nur der gottestreue Held gewesen, der alles richtig gemacht hat, sondern in der Bibel werden seine Schattenseiten nicht ausgeblendet. Die bekannteste, berühmteste Schattenseite, das war seine Begierde nach einer hübschen Frau, der Bathseba. Nur dummerweise, wir wissen das, war sie verheiratet. Er begeht den Ehebruch und er will heimlich, still und leise alle Nebenwirkungen beseitigen. Nämlich die Nebenwirkung, dass da noch ein Ehemann ist, der ihn vor Gericht stellen könnte. Und so schickt er diesen Mann in den sicheren Tod. Auf den Ehebruch kommt also noch Mord obendrauf. Und doch ein Mann Gottes. Weil er immer wieder bereit war, zu hören, dass das, was er getan hat, nicht richtig war. Und weil er immer wieder neu bereit war, sich auf Gott und seinen Willen auszurichten. Er hat es immer wieder neu versucht mit Gott, ist immer wieder neu umgekehrt. Und heute, da wollen wir schauen auf die vielleicht bekannteste Geschichte, die uns überliefert ist. Sie steht im 1. Samuel Kapitel 17. Und David ist schon zum König gesalbt worden, obwohl Saul noch König ist. Das Königreich befindet sich im Krieg mit den Philistern, die einen gewaltigen Kriegsmann haben, der so groß, stark und mächtig erscheint, dass das ganze Heer, die ganzen mutigen Männer Israels in Grund und Boden versinken. Da kommt David und stellt sich dem Zweikampf, den dieser Goliath eingefordert hat. Er kommt, er soll die Rüstung bekommen vom König Saul. Aber diese Rüstung, die passt ihm natürlich gar nicht. Und außerdem ist David noch zu jung gewesen für Training als Krieger. Das heißt, diese Rüstung passt ihm nicht nur nicht, er kann auch mit ihr letztlich gar nichts anfangen. Und so besinnt er sich auf das, was er kann. Das, wo letztlich ihn Gott hingestellt hat, um ihn zu formen. Und er war vertraut mit der Waffe, die ihm schon oft das Leben gerettet hat, mit der er sich gegen wilde Tiere, gefährliche Tiere, verteidigen musste. Es war seine Steinschleuder. Mit dieser Steinschleuder tötet er den Philisterkämpfer und das ganze Heer der Philister flieht vor Angst. Und das tut er, indem er diesem Philister gegenübertritt, in einer bestimmten inneren Haltung.
Er kommt zu den Philistern und er spricht zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Sichelschwert, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn. Er weiß, was seine Waffenrüstung ist, und seine beste und allerbeste Waffenrüstung ist die Gegenwart Gottes. Dass er weiß, er kommt in Gottes Auftrag. Das ist auf einmal seine Waffenrüstung. Und wir glauben an den Gott der Liebe, der in Jesus Christus erschienen ist. Und Jesus Christus hat am Kreuz den Sieg davongetragen gegen Teufel, gegen Mächte, Gewalten. Und so heißt es im Neuen Testament, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten. Das heißt, als Christin ist dein Kampf geistliche Natur. Und so brauchst du eine Waffenrüstung, die zu dir passt, zu der neuen Kreatur, die du bist. Eine Waffenrüstung, die dich einkleidet in der Liebe Gottes. Vor diesem Hintergrund liest auch Epheserbrief Kapitel 6 ab Vers 10. Das fängt an mit: Sei stark, und ich ergänze, sei stark in der Liebe des Herrn. Und die Waffenrüstung, die dann beschrieben ist, die brauchen wir nicht täglich in irgendeinem Gebet anlegen, sondern wir legen sie einmal an in Christus. Das kann man einmal lesen und sagen: Jesus, und genau das ziehe ich an, und all das, was dort beschrieben ist, das hast du am Kreuz für mich teuer erkauft. Diese Waffenrüstung, die trage ich und vertraue und glaube, dass du im Heiligen Geist in meinem Leben wirkst. Und so bitte ich dich, nimm dir wieder 15 Minuten Zeit, um nicht nur 1. Samuel Kapitel 17 zu lesen, David und Goliath, sondern auch Epheserbrief Kapitel 6 ab Vers 10. Sei gesegnet an diesem Tag.